Ruhig bleiben. Mhm, alles wird gut. Kannst du nicht alle töten? Ne. Ja, ist klar, Junge. First try! Was? Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren gepflegten Runde Let's Play Grand Theft Auto 5 online zusammen. Mit Fabi, Pike und Nico K. Hallo, Leute. Hallo. Yo, Skilltest Worldwide Nummer 2 vom gleichen Herrn wie beim letzten Mal. Nur mit dem Unterschied, diesmal sind es nicht 34%, die uns erwarten, sondern 31%. Oh yeah. Geil. Das heißt, ich brauche noch länger. Entweder das oder... Ja, was ist das denn? Oh, oh. Ich ahne jetzt schon Schlimmes, ey. Ich auch. Oh, wenn nee. Ich das jetzt gar nicht hinkriege. Wenn ich das schon sehe. Ja. Ist jemand vor mir war runtergeplumpst. Klar. Und das ich hab... War mir klar. Nein! Das war Absicht. Es war so klar. Das ist das, was auch Deko hat. Ja, warum wohl? Ich glaube, Ziegenmann 4 baue ich nur aus diesen Dingern. Und Gummiball. Nur um Deko zu nerven. Ah, please! Ey, ja, ich schaff's noch nicht mal auf diesem schmalen Steg. Ares und Elektroschüsse. Ja, ah, genau. Ihr seid ja alle noch hier, das beruhigt mich. Ja, weil das hier Dezel. Ey, gerade fahren in GTA. Gerade fahren ist echt eine Kunst in GTA. Okay, was alles. Muss ich hier machen? Du musst immer von Looping zu Looping springen. Wie oft muss man den Rotz machen? Dreimal. Eins, zwei, ja, alles klar. Dreimal zu oft. Ja. LOL, Hauptsache ich fahr einfach nicht auf die Straße da. Oh, boah, bitte, Los ja. So. Oh Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ey, warum falle ich in die andere Richtung weg? Bei mir auch schon so oft gewesen. Hallo. Das falsch. Muss ich oben irgendwie irgendwas tun, damit ich da überhaupt drauf komme? Ganz langsam runter, plumpsen. Ach so, ich muss da drauf irgendwie versuchen zu landen. Sieht aus, ja. Also ich kann nicht von dem einen im Sprung auf den anderen Wand. Das kannst du durchaus versuchen, aber da musst du wirklich exakt mittig sein und das wird so mit Sicherheit nicht klappen. Also ich muss mich einfach nur drauf plumpsen lassen. Ja. Und Glück haben, dass du nicht runterfliegst. Ja. Also wie gesagt, das hatten wir ja vorhin schon mit dem Mini-Ball. Hat irgendwie keiner alles klar. Von uns, ne? Wir hängen echt eiskalt am Start noch rum. Wow. Ich hoffe, die Losers sehen das nicht. Aber mein Problem ist, selbst wenn du drauf landest, du musst eigentlich schon mit den Rädern drauf landen, weil umgedreht bekommst du dich auch nicht mehr. Naja, schon, aber... Wow. Nein! Wie kannst du mich da umgedreht bekommen? Ich bin einfach runtergefallen. Nein! Respawn! Toller Start! Ich muss mich einfach unten schon komplett gerade auf die Straße stellen, weil oh, ich hab's. Du fällst wieder um, ey, was ist denn das? Außer Pike hat's, Alter. Ja, Pike ist umgefallen. Ich stand immer auf dem Dach hier. Ich bin auch umgefallen. Was war denn das? Hallo, Ares. Mich hat's umgedreht. Da ist irgendwie so eine Drehschanze mit drin. So ein kleines Stück. Am besten ganz langsam hochfahren und sich dann droppen lassen. Das Element ist eigentlich so ein Sprungscheiß-Element. Nein, das war vielleicht ein Ticken zu langsam, Aris. Ja. Bei mir auch. Vielleicht. Ich dachte, Pike, du hast es. Ja, ich hab den ersten. Ja, der erste, den hatte ich auch schon. Und dann hab ich verkackt. Lass mir doch das Erfolgserlebnis. Das Problem ist, ich darf mich da oben nicht drehen. Sobald ich mich drehe, falle ich runter. Ich hasse das Ding nur. Ich hasse das so ohne Witz mal. Ey, geradeaus fahren ist... Ach komm! Allerdings habe ich gerade geile Musik. Please, ey. So. Ja, jetzt bin ich aber wirklich sehr zentral gelegen. Please. Ja, wie soll ich das jetzt gedreht kriegen? Please. Kann mir das mal einer erklären? Das ist mein permanentes Problem, was ich habe. Hi. Hi. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts. Ja, du kannst dich sehen. Das ist dann halt Lucky. Oh, ja, wie auch kann. Und du hast verkackt. Du hast keine Chance. Ich glaube auch. Ah. Mann! Nee, kannst vergessen. Du rollst so oder so runter.
Kämpfkarre! Ja, komm, ich mach scheiße. Und tschüss. Jo. Man könnte da kein Checkpoint beschützen. Nein. Ja, das ist ja. Aber ich find's grad ziemlich schön, ne? Also, ich find das gut, was hier gerade so passiert. Wow. Bin ich wenigstens nicht die einzige Dumme, die es nicht schafft. Ich seh wieder geil. Wow. Ja, komm! Mann, da ist die Kamera nicht mitgegangen. Ich hatte gar keine Chance, ey. Ja, bei mir war die Kamera halt im Element drin. Ja. Das Element von innen an ist schön. Ja. Das ist tolles Element. Nein, ich fahr raus. Ach ja, genau. Das Auto ist zwar zu 90% auf der Plattform, aber man fällt runter. Ja. Du musst mal da hinten stehen bleiben. Wie schön das aussieht, wenn ihr dann alle wieder runterfallt. Dankeschön. Vor allem synchronisch ist das Beste. Ja. Was ist denn das für ein Müll? Also wenn man... Der Pumps hier. Der erste Punkt, Alter. Ziemlich... Hör mal zu, wenn man ziemlich weit links fährt, kommt da so ein Ding, was dich automatisch umdreht. Ja. Aber es nur das klappt irgendwie auch nicht wieder. Das ist GTA, hier funktioniert gar nichts wie soll. Ziemlich weit links, das, ne? Ja. Nein, die meint, das ist doch so eine Flip-Plattform eigentlich. Ja, aber weiter links. Ja. Rechts ist es nicht. Hat bei mir auf jeden Fall nicht funktioniert. Nein. Also wenn ich die benutze, knall ich am Frontal gegen und bounce ihn ab wie ein Gummiball. Bei Blech ist er bekanntlich wie Gummi und nicht wie Metall. Ja. Deswegen, wenn es ein Frontalquist gibt, fliegen ja alle Autos erstmal 3 Kilometer voneinander weg. Nein, ich rutsche wieder ab. Kann ich auch noch so viel gegen machen. Ich sollte mir echt einen Controller einfach nur zum Geradeausfahren holen. Nein, bringt auch nichts bei der Map. Nee, nur zum Geradeausfahren. Ich finde auch einfach... Ey, bitte, bitch, please, man! Du tippst links oder rechts lenken einfach nur kurz an und der macht einfach übelsten Haken. Ja. Das heißt, du hast noch nicht mal Chance, da gerade drauf zu fahren. Ey, der will auch nach unten fallen, das Auto. Das will richtig nach unten. Ja. GG. Oh nein! Oh, ich hab grad echt körperliche Schmerzen. Und wieder runter. Es regnet Autos heute. Ey, ich bete gerade so, dass ich es durch Zufall als erstes schaffe. Dann lache ich so richtig. Wow. Das wäre so witzig. Geht so. Doch, das wäre ultra witzig. Also, geht so. Weißt du, Nico K. beendet den Scheiß hier und wir hängen immer noch am Anfang, Alter. Ey, das wäre ultra witzig. Ich würde mich so hart feiern. Ich glaube, dann braucht Ares nicht gar nicht mehr auf Arbeit zu kommen. Ne. Ja, ich bin drauf gelandet. Ach so, das andere so Ding ist dann komplett was anderes. Gut zu wissen. YouTube-Karriere beendet. Hättest du ruhig sagen können, Ares, Mann. Was denn? Dass der erste Sprung nichts mit dem zweiten zu tun hat. Hä? Was willst du jetzt von mir? Du hast da keinen Drop mehr. Wie, ich hab da keinen Drop mehr? Der Abstand beim zweiten ist viel geringer. Hä? Wow. Woher soll ich das wissen? Ich bin immer von dem Scheiß runtergeknallt. Man sieht ja nichts. Du warst doch schon mal da, meine ich, hast du gemeint. Ich war ja, dran oben, war ich auch schon. Dran, oben auf dem Orangen war ich einmal, ja, aber es nützt mir auch einen Scheiß. Wenn man mal ehrlich ist. Na. Oh, ist das eine Kacke hier unten, Alter. Ich schaff es nicht gerade auf diesem Steg zu fahren. Also langsam schaffe ich es echt wieder da oben drauf. Ich kipp mich nach links über das Auto, macht dann 90 Grad Kurve in der Luft. Ohne Grip. Schön, dass ich, wenn ich oben auf dem Lilanen gelandet bin, nichts mehr sehe. Hängen wir jetzt alle hier, ja? Schau, ihr beiden, schau! Lustig, aber richtig lustig. Es sah wirklich gut aus, jetzt jammer nicht. Please! Seid froh, dass wir keinen Kontakt haben. Ja. Das wäre noch ärgerlicher. Sonst könntest du mir sonst nicht spielen. LOL! Von wegen, Alter! Ist schon wieder Gummiball. Oh. Fick doch meine Eier, ey, ohne Witz. Nee, danke. Nee. Nicht nötig. Hm. Ah! Ich bin oben drauf. Bitte dreh dich um. Nein. Ciao. Ah! Ciao, Kakao. Das sah so schön aus. Schade, Schokolade. Jo. Geht so, ne? Aber ich lag mir nicht. Fick mich! Da kam so ein Fick. Okay, vorbei. Ach komm.
Ey, wir hängen seit 10 Minuten an diesem Scheiß, ey. Please. Ja, weil es einfach nur noch random mal Müll ist. Ja, was du kannst da, du kannst da runterfallen lassen und dann hoffen, dass du halt so liegst, dass du weder wegspringst, noch so okay, liegst, jetzt dass du dich auch nicht mehr zurückdrehen kannst. Oben ja, es ist halt einfach nur Luck wieder. So. Ja, aber jetzt kann ich wieder viel gegen tun, ne? Und tschüss. Ja, ich seh's. Soll mich runterrollen lassen. Oh, ja, wow, GG, Alter. Oh, Mann. Please! Also, wie gesagt, ich find's immer noch witzig. Ey, ja, so kriegt man seine Aufnahmezeit auch voll. Das nachfolgende Programm verschiebt sich übrigens um 3 Stunden oder so. Oh. Das wird jetzt wieder eine geile Schnibbelarbeit. Mann, ey! Wow! Hey, ich lieg wieder genau mit dir auf der Plattform, ich kann wieder nichts tun. Also wie gesagt, ich habe mir heute Kind freigenommen, ich habe jetzt Zeit. Wow! Ich lieg auf diesem Scheißteil drauf. Ey, ich hab mich umgedreht. Was macht das Auto? Es fährt nach vorne und fliegt runter. Naja, du liegst wieder quer drin, ey. Ja, wow, ich kann wieder respawnen. Ich schaff's noch nicht mal hier unten, gerade auf dem Steg zu fahren. Naja, das ist auch so mein Problem, ehrlich gesagt. Weil diese Karre einfach... Du tippst nur kurz an. Okay, Kamera, ich sehe nichts. Nein, ich bin runtergefallen. Und ich stand schon mit allen Reifen oben drauf. Oh Gott. Boah, finally, Mann! Sag jetzt nicht, du hast es geschafft. Ja, ich hab's. Aber wow. Ey, ohne Witz. So unnötig, der Punkt, ne? Ohne Scheiß. Wow! Also, wenn ich auf dem Lilanen lande, habe ich das Problem, dass meine Kamera so übel rumspackt, dass ich nichts mehr sehe. Ja, willkommen, Club. Ja. Oh, Mann. Ich hab's auch. Oh. Nein, ich hab's. Es ist halt rein, Alter, ist, ja, viel Spaß beim Ausprobieren. Ja. Yeah. Und irgendwann mal. Achso. Ach ja, stimmt. Ja, aua. Entschuldigung. Please! Alles. Bitte noch ein bisschen lauter. Ja, beim nächsten Mal gerne. Alter! Kannst du mir auch sagen, was da kommt? Ja, am Ende ist so ein Sprung in ein kleines Loch. Ist ja nicht so, dass man jetzt 5 Jahre an diesen Wendelnasern fährt. Achso, man kommt da. Achtung, kommt laut! Links runter. Da hat einer seine Web ausgetestet. Klingt so, als würdest du in den Stimmbruch kommen, mein Freund. Heiser. Ich bin schon lange aus dem Stimmbruch draußen. Safe? Ja. Oh, lol. So, jetzt bin ich safe. Hier. Okay. Oh, finally, ich hab den Punkt. Please, ey. Was kommt jetzt für ein Scheiß? Hey, dieses Gummiball. Ja! Ist richtig, Junge. Nein! Was? Wenigstens hänge ich nicht alleine hier unten. Ach, du hättest wenigstens sagen können, wo das Loch ist, Mann. Ja, wo soll wohl das Loch sein? Es gibt ja nicht viel Möglichkeiten, wenn man mal ganz ehrlich ist. Es gibt 4. Wow. Ey! Oben. Oh, Alter, ja, ey, diese Karre geht mir so hardcore auf den... Ruhig bleiben. Oh, alles wird gut. Kannst du nicht alle töten? Nee. Ja, ist klar, Junge. First try! Was? Was? Okay, pass auf, Fabi. Das Ding, keine Ahnung warum, ne? Habe ich jetzt First try. Pass auf, wenn du das mit dem Sprung hast, du musst ja dann diese karierte Scheiße hoch. Und da beginnt dann rote Warwind-Scheiß. Du musst. Warte mal, lass mich jetzt einen Punkt einfach. Ja, ja. Wenn du ihn hast. Ja, dann fahr ich karierte Scheiße hoch. Ja, du musst die rote Scheiße hoch und am Ende ist ein Zugwaggon, durch den du durch musst. Dahinter ist erst der Punkt. Nein! Dass ich das jetzt First Try habe, ne? Das bei mir reicht der Speed gerade nicht mehr, um das karierte hochzufahren. Was? Ja, das war bei mir nicht das Problem. Bei mir reicht das Speed nicht. Wow, ey, man schafft auf dieses scheiß wieder Ding, man versucht sich zu drehen und es ja, und dann kommt hier ein Sommerkind, Alter. Alles klar, also brauche ich gar nicht weiter schaffen. Oha, Alter, Sommer. Ach, jetzt hat's funktioniert, finde ich gut. Hauptsache er macht hier ein Sommerkind noch rein. Okay.
Das rote komplett nach oben ziehen, oder was? Ja. Und dann am Ende ist ein Zugwaggon. Oh, jetzt hab ich hier auch diese scheiß Gummiphysik. Digga! Ach, da ist ein Zugwaggon, den sieht man ja so gut, ey. Ja, ja, das hab ich mir auch gedacht. Und da bist du lucky durch, oder was? Da bin ich first try durch, ja. Oh, das okay, kann nicht wahr sein. Also ich seh den Zugwaggon nicht mal. Bis ich kurz davor stehe. Oh, finally, Alter. Ja gut, mit Sommerkind. Nein. Was, du siehst einfach gar nichts, ey. Ja, pass auf. Und am Ende vom Sommerkind hast du zu viel Speed und fliegst übelst über die Plattform rüber, dann wo du hin musst. Ey, bitte. Ey, was ist denn jetzt kaputt? Der Mapperbauer. Ja. Punkt. Oben gegen, geil. Boah, mich sägt den Zugwaggon vielleicht eine Sekunde davor. Ey, ich war schon wieder drauf. Und Leute, ich war runter, falsch schon drauf. Ich war falsch schon drauf. Ich kotze. Ja, wenn ich falsch schon drauf bist, ist schon klar. Nein, ich war mit allen vier Rädern drauf und bin dann runtergerollt, weil ich einfach nichts gesehen habe. Wow. Weil die Kamera sich... Kein Plan, was die macht. Die macht Breakdance oder so. Das ist Rockstar. Die Kamera funktioniert hier nicht. Fabi, wenn du den Sommerkind hast, ganz langsam. Du musst oben auf diese karierte Plattform, ja, auf diese Warnplattform. Ich muss erstmal Rockstar kranken. Das essen. Problem ist nur, dass diese Plattform irgendwann auch ein Ende hat. Und der Punkt ist natürlich so, dass du da nicht reinschlitterst. Das heißt, du musst langsam sein, damit du sozusagen zum Halten kommst auf der Plattform, sonst Arschkarte. Nee, ich muss erstmal so, hier Kanten fressen, ganz wichtig. Ja, ja, natürlich. Das steht ja auf jeder To-Do-Liste. Und wieder Zweirad spielen. Weil so Physik geht ja bekanntlich nach rechts weg. So. Und nicht nach unten. Haben wir den hier? Wow, alter Schwede. Ach komm, jetzt fängt das wieder an, oder was? Ich glaube, wir sind zu sehr verwöhnt von meinen Maps. Die haben auch einen Schwierigkeitsgrad, aber die sind irgendwie geschillter gebaut, habe ich den Eindruck. Die sind einfach sauber gebaut und nicht Müll. Die sind smooth. Danke. Und da kommt nicht so ein komischer Dude. Oh nein, das war's. Oh bitte, Bitch, please. Alter, was ist das denn? Muss ich da überhaupt hin? Ja, ganz offensichtlich. Das frage ich mich bei der Map permanent. La 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 la. Nein. Oh. Wow, danke Spiel. Danke Physik. Ich lande mit allen vier Rädern auf dem Kopf. Hey, das kann nicht wahr sein. Ja, einfach weggebaut. Huh. Oh Gott. Warum? Kamera? Lass den Scheiß. Na oh Gott, diese Randomizer, ey, die sind so unnötig wie ein Pimmel an dem Papst, Mann! Ja, entschuldige, aber ist doch wahr! Ey. Ich komme noch nicht mal den ersten Kringelhof jetzt. Deprimierend. Ich sag nur Haftung wie bei einem Fischbrötchen. Ja. Ich krieg's einfach nicht geschafft. Boah, Randomizer! Entschuldigung. Ey. Ah! Nein! Ah, jetzt weiß ich aber warum. Ja, Leute. Ares, du Sackmann! Hä? Du gerade noch so retten können, ey. Was denn? Nach dem Sonnenkind langsam. Ja. Dass du oben raus musst, hast du mir aber nicht gesagt. Habe ich dir gesagt. Blende dich gerne nochmal an. Baby, wenn du den Sommerkind hast, ganz langsam. Du musst oben auf diese karierte Plattform, ja, auf diese Warnplattform. Ich muss erstmal Rucksack kranken. Das Problem ist nur, dass diese Plattform irgendwann auch ein Ende hat. Und der Punkt ist natürlich so, dass du da nicht reinschlitterst. Das kam bei mir aber nicht an. Ja, wow. Ich konnte dich aber noch retten. Ja, wow. GG. Mann, ja, ich hab die Scheiße bei mir. Ich hab die Loopings geschafft. Was ist das für der Aufwand, Mann? Bin irgendwo drüber geschlittert. Hab den Punkt natürlich nicht bekommen. Achtung, wie an einem Fischbrötchen, ja. Ich kam halt absolut nicht nach oben. Irgendwie spawner. Ja, da lang ist richtig alles. Jo. Klappt ey, gut. Was ist das, ey? Diese Lenkung von diesen Karren. Ist geil, du tippst, ne? Du tippst eine Millisekunde an und das zieht nach rechts, als wenn du durchgehend gedrückt hältst. Ja, willkommen in unserer Welt. Von daher komme ich hier unten nicht gerade drauf.
Ja. Du musst davor stoppen am besten, dich neu ausrichten. Hä? Jetzt, oh Gott, jetzt verliere ich die ganze Zeit so hart arschig hier den Grip, Mann. Ja, ist mir auch gerade zwei, dreimal passiert. Bringt mir auch nichts. So schaff ich's immer. Oh, das war schön gerettet. Oh. Meinst du Taktik ändern, ja? Jo. Oh, ey. Also ohne Scheiß, das mit diesem Kringelgedöns habe ich auch... Ja, geh, du blöder Vollidiot von Neverbauer. Ja, seine Map funktioniert nicht, du fliegst da unten durch, geil. Wo, was? Du springst dann am Ende wieder in das Loch rein. Welches Loch? Ach, oder das auch, Loch. Nein! Durchfallen. Ja, wow. Geil. Richtig geil. Richtig tolle Map. Heik, du warst auf jeden Fall schon mal weiter als ich. Weil das seine scheiß Plattform nicht bis nach unten ziehen konnte. War wahrscheinlich zu viel Aufwand. Wäre die Map ja gut geworden. Ich hab's, aber wow. Deswegen bin ich jetzt wieder hier unten. So, was jetzt? Holy shit, man! Ja, shit trifft so ziemlich treffend. Ich krieg schon einen Krampf in den Fingern. Holy, aber eher weniger. Naja. Und jetzt heißt es runter auf die Straße. Wow. Gott sei Dank konnte ich das jetzt auch retten. Stay with me for as long as you want. You know, I've got a special room. Ah, oh, das kann nicht wahr sein, ey. Wie habt ihr das denn geschafft hier? Rein auch schon einmal geschafft. Reines Luck. Ich sag dir, wie es ist. Finally. Ja, bei den Kringeln auf jeden Fall. Also da wüsste ich jetzt auch kein Grundrezept, wie man das geil lösen kann. Ares. Ja, bitte. Ich war oben. Bin drüber gerutscht. Jo. Rockstar meint, nee, Punkt kriegen sie nicht. Wow! Wow. Ja, weil wir doch von Fabi gelernt haben, dein Charaktermodell ist entscheidend, ob du den Punkt kriegst, nicht das Fahrzeugmodell. Ergibt natürlich Sinn. Ja, aber durchgefahren. Fahrzeug kann noch so durchfahren, wenn dein Charakter nicht drin Ares, ist. Ist nicht. Es ja. Ist ein zweites Mal passiert. Ernsthaft? Oh ja. Mann. Die Map ist absoluter Schrott. Also ich hab das so gemacht, Tatsache. Ich bin ja, ich bin auf halt, dem Lilan. Okay, du wirst halt einfach gegen die Plattform geknallt sein. Das gleiche nochmal, aber du musst gleiche nochmal, um auf dem Orangenen zu landen. Ja super, ich stehe aber quer auf dem Lilan. Ja, kein Problem. Drück mal bitte W und S. W und S gleichzeitig. Dann B oder D? W. W und S. W und S, aber gleichzeitig drücken. Und D. Und jetzt D dazu. Okay, deine Tastatur kann das, glaube ich, nicht. Nee, das musst du mit der rechten Maustaste machen. Ja, rechte Maustaste gedrückt. Ja. Was? Halt mal deine rechte Maustaste noch dazu gedrückt. Und also, beweg sie dann. Genau, weil dann richtet sich dein Fahrzeug ein bisschen aus. Du machst einen Burnout. Genau. Ja, ich kann das mit meiner Tastatur machen. Ja, passt halt. Nur, dass du maximal zwei Tasten. Gedrückt halten die Maustaste und dann dreh die. Oh lol. Dreh die nach rechts oder so. Und gleichzeitig W und S. Genau. Und die Maus immer so rum, von der einen Seite vom Mauspad immer zur anderen. Genau. Ja, als würdest probier du ich. Das Mauspad streicheln. Probier ich. Dann dreh ich aber nur meine Kamera. Okay. Ja, dann kannst du ganz langsam versuchen, so auszurichten. Ja, muss ich jetzt auch, ne? Ja, aber wirklich oh, minimal Tippe-Tippe-Arbeit. Komm, oben gegen. Ey, man muss sich bei der Map anstrengen, gegen Kanten zu fahren, dass man die Map beenden kann, ey. Nee. Ich wette, das bringt mir eh nichts, weil ich dann da oben wieder runterfalle. Ich glaube, ich brauche mir die Mühe gar nicht. Kurze Frage. Ist wahrscheinlich da vorne gleich das Ziel. Soll ich reinfahren? Ja. Wie, Koka? Ja, kleinen Moment. Ich will gucken, ob ich das hier noch hinkriege. Zumindest den ersten Punkt möchte ich haben. Da fällt jemand runter. Tschüss. Alter. Oh, komm, please, Alter. Bist du schon wieder fertig, oder was? Ja. Mhm. Also. Ja, sag ich ja. So, jetzt irgendwie gerade werden. Nein, nein! Oh. Oh, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Hey! Alter. Puh. Okay. Ciao, Park. Meinst du, so könnte klappen?
Muss halt wieder irgendwie dich da gerade machen, keine Ahnung. Es war echt mehr Luck als alles andere bei mir. Na, Glück als Verstand. Und ja. Okay, Fabi, fahren Sie rein. Ohne Spaß, so eine Dreckscheiße. Wahrscheinlich schaffen wir es jetzt ab. Ja, keine Ahnung. Gut, liebe Freunde, damit sind wir auch dieses Mal wieder am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Ihr könnt natürlich auch komplett kostenfrei diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage schön bitte und noch einen wunderschönen Tag. Ciao! Don't